Es gab mal wieder einen Leak, der diesmal auf der offiziellen Microsoft-Seite aufgetaucht ist. Das insgesamt vierte Set für die Sims 4 sowie ein paar erste Infos zu diesem wurden schon vorab geteilt. Mehr dazu in diesem Video. Wer gestern Mittag auf der Microsoft-Seite unterwegs war, wird vielleicht das bisher noch unangekündigte Sims 4-Set namens Innenhof-Oase bemerkt haben, welches hier wohl fälschlicherweise bereits online zu sehen war. So sieht das Render des Packs aus, das man sich bereits anschauen konnte. Auch eine erste Pack-Beschreibung war zu sehen, in der folgende steht: Verwandle das Zentrum des Hauses deiner Sims in die Sims 4 Innenhof-Oase-Set mit üppigen, lebendigen Designs in ein von den marokkanischen Riots inspiriertes Paradies. Entspanne dich am Brunnen, bewundere die dekorativen Fliesen und triff deine Familie in einer harmonischen Atmosphäre. Die Key Features: erschaffe deine Oase, baue einen traumhaften, stylischen Innenhof, in dem die Familie Spaß haben kann. Kombiniere filigrane Designs, lebendige Farben und komplexe Fliesenmuster. Dekoriere dann mit Hängelaternen, prachtvollen Stoffen und tropischen Pflanzen. Genieße natürliche Schönheit. Hol dir mit neuen Säulen, Bogengängen und wunderschönen Gitterfenstern aus Holz eine frische Brise und Sonnenlicht ins Haus. Vereine das Beste aus beiden Welten. Besonders auffällig hierbei ist, dass keine neuen Klamotten erwähnt werden. Wir werden also in diesem Set ähnlich zum Landhausküche-Set nur neue Optionen für den Baumodus erhalten. Dieser Screenshot zeigt vermutlich so gut wie alle neuen Inhalte, auf denen man fast nur neue Objekte erkennen kann. Auch ein Veröffentlichungsdatum lässt sich auf der Seite finden, welches hier mit dem 18. März 2021 angegeben ist. Die Entwickler haben etwas später ebenfalls einen offiziellen Tweet geteilt, in dem verraten wurde, dass wir am 17. Mai mehr Infos zum Sommer-Line-Up erfahren werden. Ob hier nur das neue Set oder auch das Thema des nächsten Gameplay-Packs geteilt wird, ist derzeit noch unklar. Ich halte euch aber natürlich weiter auf dem Laufenden. Apropos Leaks, in der neuesten Folge von Sim gehört sprechen Micha von simtimes.de und ich über die größten Leaks in der Sims-Geschichte von Die Sims 4 und teilen ebenfalls unsere Meinung zu den größten News in der letzten Zeit. Diesen könnt ihr euch auf allen gängigen Podcast-Plattformen anhören, den Link zur neuesten Folge findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Was denkt ihr über die neuen Inhalte und werdet ihr euch das Set holen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.